Es gibt drei Arten von Spielen bei Hunden. Das, was sie zuerst können als Welpe, ist das Sozialspiel. Sie können sich ja noch nicht groß bewegen, deswegen fangen sie an, miteinander zu interagieren, zu schnüdeln, zu pödeln und so weiter. Das, was man jetzt sehen kann. Es gibt das Bewegungsspiel. Sie können sich jetzt schon fangen. Im Alter von 6 Wochen klappt das schon. Das Bewegungsspiel ist eben das klassische Fangen. Es hat alles mit dem Jagdverhalten zu tun, wo geübt wird, dass man eben ausweicht und schnell ist und so weiter. Und dann gibt es noch das Objektspiel. Das können Sie auch schon. Sie spielen schon mit Stöckchen, mit Spielzeug. Und das heißt, in dem Alter von 6 Wochen sind Sie bereits mit allen drei Spielarten in Gange. Hunde spielen ihr Leben lang. Mal mehr, mal weniger. Und der Spieldruck baut sich nicht auf über Zeit. Hunde spielen, wenn sie glücklich und zufrieden sind. Fun Fact: Wenn sie vollgefressen sind, fangen sie gerne an, sich gegenseitig zu besteigen. Das liegt einfach daran, dass sie nach dem Fressen bevorzugt das Sozialspiel zeigen. Ich dachte immer, wie kommt das bloß? Es ist interessant, wenn man sich mal Literatur reintut. Ich gebe euch den Link in der Beschreibung bzw. den Titel des Buches, aus dem das stammt. Lest euch doch mal selber an, was es alles an Forschung gibt über Hunde, wie interessant das ist. Spielen ist bei Hunden ein Zeichen von Zufriedenheit. Gespielt wird nicht unter Stress und es gibt auch keinen Druck, der sich aufbaut, wenn Hunde lange nicht spielen, weil sie unter Stress stehen. Sie fangen erst vorsichtig wieder an zu spielen, wenn sie sich gesichert und geborgen fühlen.